Ja, einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Devisenradar am Freitag, 24. April, 9.30 Uhr. Und wir sehen Euro-US-Dollar bereits mit über 100 Pips im Gewinn am heutigen Handelstag. Das heißt, Intraday ist hier die Luft nach oben schon ein Stück weit dünner geworden. Denn wir wissen, dass die Daily Range bei gewissen Währungspaaren, bei allen Währungspaaren, einem gewissen Durchschnitt unterliegt. Und den haben wir beim Euro-US-Dollar so im Bereich 120, 130 Pips. Und wenn es dann hier eben zu einem deutlichen Überschuss kommt, das passiert im Monat ein bis zweimal, da gibt es auch 200, 300 Pips durchaus mal, aber wenn es zu einem deutlichen Überschuss kommt, da muss man eben aufpassen, wie es denn hier speziell weitergeht, denn die Range ist sichtlich erschöpft. Warum ist er so angestiegen? Ja, Aufträge im Baugewerbe, diverse konjunkturelle Meldungen. Die Stimmung scheint hier durchweg positiv, für den DAX weniger, für den Euro-US-Dollar hingegen positiv. Dazu gibt es jetzt auch gleich in Bälde eine größere Analyse auf der Startseite von Gottmar Trader, beziehungsweise dann auch gestreamt im World Wide Web sozusagen. Da schauen wir uns nämlich die Korrelationsverhältnisse an, Euro-US-Dollar und DAX, und was bei dem einen für die Auf- und bei dem anderen für die Abwertung spricht. Gut, wir haben jetzt heute aber noch den IFO-Geschäftsklima-Index um 10 Uhr. Das wird nochmal spannend. Und 14.30 Uhr kommen nochmal die Auftragseingänge aus den USA für langlebige Güter. Das sind zwei Meldungen oder zwei konjunkturelle Termine, die Euro-US-Dollar sicherlich nochmal beeinflussen dürften. Aber fangen wir mal ganz von vorne an und schauen uns hier mal das große Bild an im Wochenchartintervall. Wir sehen hier die übergeordnete Abwärtstendenz, Abwärtstrendkanal, mehrere touchierte Punkte. Und wir sehen hier im unteren Bereich die Stabilisierung an dieser unteren, zugleich stützenden Trendlinie des Abwärtstrendkanals. Wir haben zudem eine positive Divergenz anhand des RSI-Oszillators. Und das lässt mich hier optimistisch in die Zukunft blicken für den Euro gegenüber dem US-Dollar vor dem Hintergrund, dass wir hier eine Aufwertung sehen dürften, die, wenn es hier über das Widerstandslevel von rund 1,10 geht, das ist hier dieser kurzfristige Widerstandsbereich, 1,10, achten Sie darauf. Wenn es darüber geht, dann haben wir schnell nochmal weitere 400 Pips Potenzial Richtung 1,14. Und wenn es darüber hinausgeht, dann wartet hier sogar das Level von 1,18, 1,1877. Und dann haben wir hier diesen Abwärtstrend seit dem Frühjahr des letzten Jahres praktisch vor uns liegen. Und darauf da kommt es dann darauf an, ob der Index, beziehungsweise was sage ich, Index der Euro gegenüber dem US-Dollar dann eben daran abprallt. Hier ist definitiv eine markante Widerstandszone zu identifizieren. Aber diese könnte im Ausdehnungsfall einer Erholung durchaus erreichbar sein. Also ich will nicht verneinen, dass dies hier eine mögliche Option ist, die hier praktisch die Wahrscheinlichkeit, Moment, ich muss den Kreis mal wegmachen, die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Euro-US-Dollar hier tatsächlich bis zu diesem Niveau eben ansteigt. Die Chancen dahingehend sind durchaus gegeben. Deswegen hier ein sehr, sehr interessantes Level, welches ich durchaus für möglich halte. Und wir sprechen vom aktuellen Niveau ausgehend hier von roundabout 1000 Pips, die es nach oben gehen könnte, wenn wir hier Richtung 1,1877, 1,19, vielleicht sogar 1,20 laufen. Das allerdings auf Wochenbasis und könnte sich, wie gesagt, aber ereignen, da auch rein saisonal betrachtet der Euro gegenüber dem US-Dollar ja vor einer, wie soll man sagen, vor einer positiven Tendenz steht. Das heißt, wir haben hier saisonal Rückenwind, zwar nicht unmittelbar, aber rein technisch haben wir hier das Potenzial. Und ich zeige Ihnen mal den saisonalen Verlauf der letzten 15 Jahre. Rein saisonal wird hier im Mai etwa ein tief markiert, ein saisonales, um dann praktisch die nachfolgenden Monate bis zum Jahreswechsel hinein eine starke Aufwertung zu erleben. Und das stützt praktisch die These, dass Euro-US-Dollar weiter ansteigen kann und hier entsprechende Niveaus nach oben abarbeitet. Wichtig 1,10 an dieser Stelle. Gut, schauen wir uns dazu mal den Tageschart an. Das war das Big Picture, hier der Tageschart. Wir sehen, der letzte Versuch der Bären, das letzte Mehrjahrestief 1,0462 zu attackieren, scheiterte. Der Markt hat sich nicht auf ein neues Tief eingelassen, was hier tendenziell schon mal leicht positiv zu sehen ist. Wir haben hier jetzt praktisch einen, ich ziehe mal ein Stück weit hoch, um die Kerzen oder möglichst viele Kerzen zu erwischen. Der ist ja einfach nur geradführend. Wir sehen hier sehr schön, dass wir eine Aufwärtstendenz haben, die jetzt durchaus weiteres Potenzial verspricht. Auf der Oberseite, wie gesagt, die 1,10 haben wir hier direkt voraus, speziell 1,1030. Das ist ein Level, da wird es ein bisschen enger. Wir haben auch hier diesen kurzfristigen Abwärtstrend. Also in dieser Zone kann es jetzt noch ein Stück weit turbulent hin und her gehen. Das heißt nicht, dass Euro-US-Dollar jetzt direkt nach oben rauszieht. Aber kurzfristig sehe ich 1,10 möglich. Dann hier
abwarten, was passiert. Wenn wir hier hinsteigen, könnte es hier durchaus noch ein bisschen Ping-Pong geben. Vielleicht ein dynamischer Aufbau, ein paar Fakes vielleicht noch, um dann aber letztlich, wie soll ich sagen, den Ausbruch zu vollziehen, liebe Zuschauer. Das deutet sich meines Erachtens an. Auch die COT-Daten, die Commitment of Traders, sind hier, also im US-amerikanischen Terminmarkt, sind die Positionierungen der Großspekulanten, der Großhedgefonds beiderseits auf einem Extremniveau, was hier durchaus weitere Gewinne zulässt, wenn es eben hier zum Ausbruch kommt. Und das dürfte eben dann hier eine technische Gegenreaktion nach oben geben. Ganz klar. Es kann passieren, muss nicht, aber die Tendenzen dafür sind durchaus gegeben. Anders sieht es natürlich aus, wenn wir hier ja, das letzte Zwischentief bereits unterschreiten sollten. Hier das Tief vom 13. April 1.05.20. Beziehungsweise man könnte sogar hier die Tiefs der laufenden Woche schon nehmen. Da hätten wir hier diesen kurzfristigen Aufwärtstrend. Aber wie gesagt, unter 1,0520 wäre es dann doch schon ein bisschen kritischer zu sehen. Da muss man den Markt dann ja dahingehend bewerten, dass es vielleicht noch einen Fake nach unten gibt, einen kleinen Spike. Das ist nie auszuschließen, um alle Bullen hier dann wirklich abzuschütteln und dann erst nach oben aufzudrehen, kann alles passieren. Aber tendenziell hat Euro-US-Dollar bereits jetzt schon gute Karten, hier ja, nach oben anzusteigen. Die Saisonalität, wie gesagt, wenn es im Mai tatsächlich nochmal ein neues Tief gibt, dann vielleicht als Spike nach unten zu sehen. Achten Sie hierbei immer auf auf das große Bild. Und da ist eben 1,05 eine wichtige Level, 1,0462. Und wenn es unter 1,03 geht, dann ist wohl die Parität nicht mehr weit weg. Aber schauen wir uns kurz noch den Stundenchart zum heutigen Verlauf an. Wir haben hier im kurzfristigen Segment hier einen sehr, sehr schönen Support. Das war einst Widerstand, ist jetzt zum Support mutiert. Das Level hier von 1, machen wir grün, das Level hier in der Zone um 1,069. Wir sehen heute hier schön oberhalb des Daily Pivot Points nach oben abgedreht. Sehr, sehr bullisch. Und das dürfte eigentlich eben im weiteren Tagesverlauf hier für anziehende Preise sprechen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es jetzt hier den großen Knick kommt. Es sei denn, IFRO etc. Vielleicht dann hier ein schöner Pullback. Den könnte man einladen, kaufen. Aber wie gesagt, die Daily Range ist schon ein Stück weit erschöpft. Es sei denn, wir sehen Over Range Day und dann geht es direkt hier zum Widerstand 1,1030, 1,1050. Da könnte es dann hinlaufen, wenn wir hier einen Over Range Day sehen und dann mal aufpassen, was da noch passiert. Auf jeden Fall heute sehr, sehr spannend. Wenn wir Rücksetzer sehen, scheinen mir dies hier Kaufgelegenheiten zu sein. Gut, liebe Zuschauer, jetzt gleich gibt es dann noch das JFD Live Trading TV. Da schauen wir uns den DAX genauer an. Auf dem JFD Desktop immer täglich zu sehen. Allerdings müssen Sie eben auf dem Desktop kurz verweilen. Da gibt es die Live-Schalte dort per ja, TV-Widget und dann nachträglich noch auf YouTube bzw. dort in der Videobox, wenn Sie Interesse haben, sich mal den DAX und den Verlauf anzuschauen. Das tun wir dort relativ häufig, um nicht zu sagen täglich. Und ich sage an dieser Stelle jetzt erstmal danke fürs heutige Einschalten beim JFD Devisenradar. Wünsche Ihnen jetzt schon mal vorab ein schönes Wochenende. Und wenn Sie mögen, hören wir uns am Montag wieder in alter Frische und Stärke. Ich sende ein auf bald in den Äther und wünsche Ihnen was. Auf bald. Tschüss.